Yo Stimmwunder, heute beschäftigen wir uns mit Stimmeffekten. Ich zeige dir, wie du dieses Raspeln, dieses Rattern, diese Whisky-Stimme bekommst und das auf ganz gesunde und einfache Art und Weise. Let's do this! Stimmeffekte lernen. Du möchtest wissen, wie du eine Distortion oder ein Rattle oder ein Vocal Fry auf deine Stimme bekommst, ohne dich zu verletzen. Auf eine gesunde Art und Weise, so dass du das ganz lange machen kannst noch. Viele große Sänger und Sängerinnen wie Christina Aguilera, Pink und viele andere spielen mit ihrer Stimme und haben diese angerauten, geilen Töne, die so richtig emotional sind. Das wollen wir auch. Und es ist gar nicht so schwer. Ich habe die Stimmeffekte erst vor kurzem gelernt, tatsächlich, weil mir in der Musikuni immer erzählt wurde, das ist gefährlich, das tut man nicht, das ist nicht gesund, das kann man nicht so leicht lernen. Ist aber ein kompletter Blödsinn. Ich habe natürlich wieder einen Weg gefunden, wie ich mir das beibringen kann und den möchte ich mit dir teilen. Es ist wirklich nicht so schwer und ich werde dir 3 Stimmeffekte zeigen. Mit diesen 3 Effekten kannst du schon einiges anfangen und ich werde dir zeigen, wie du sie üben kannst. Ganz leicht. Der Effekt, das war Rattle. Das war das Wackeln meines Gaumensegels, während ich gesungen habe. Was brauchst du dafür? Naja, ein lockeres Gaumensegel natürlich. Und das übst du am einfachsten, wenn du eine Krähe nachmachst. Ja, ich weiß, das ist wieder eine dieser blöden Niesübungen, die so peinlich sind, wo man sich blamiert. Aber wenn du etwas nachmachst, eine Krähe oder zum Beispiel so ein kleines Monster, dann hast du ein Bild dazu und kommst viel schneller auf den Effekt, als wenn ich dir sage, locker dein Gaumensegel. Und auf geht's in die Krähe. Kra, kra, kra! Kleines Monster. Kra, ah, oh! Das war Rattle. Was ganz besonders wichtig ist bei allen diesen Effekten, ist, dass du grundsätzlich eine gute Atmung hast, eine gute Stütze hast, weil die Effekte eben sehr davon abhängen, dass hier oben sehr viel Spielraum ist, dass hier alles locker ist. Wenn das nicht locker ist, dann kannst du die Effekte nicht drüber legen. Das heißt, achte immer darauf, atme tief in den Bauch und erzeug einen Ton, der wirklich frei ist. Deswegen übe ich mit meinen Leuten die meiste Zeit zuerst mal an der Atmung, an den freien Tönen und dann legen wir die Effekte drüber. Sonst tust du dir wirklich schwer und es wird meistens ungesund. Widmen wir uns jetzt Distortion. Das ist für mich der schwierigere Effekt, weil ich da nichts verstanden habe und keiner konnte mir genau erklären, wie macht man das. Ich habe es immer zufällig geschafft, wenn ich wo mitgesungen habe, das könntest du auch probieren, wenn du nicht ganz hinkommst, dass du in Rapport gehst mit einem Sänger. Das heißt, du singst ein Lied so oft mit und fühlst dich so hinein in die Person, ohne es zu erzwingen. Manchmal kommt es von selbst und du bekommst diese Referenzerfahrung dann damit, dass du mitmachst. Wenn du es aber wirklich aktiv lernen möchtest, dann würde ich dir raten, dir das Bild zu machen von einem, so einem Kung-Fu-Mönch. Kehlkopf ganz hoch, Zunge hinten hoch, dafür Mund vorne auf. Das ist mal Distortion mit wenig Ton. Und wenn du das geübt hast, das heißt, Distortion passiert auf den Taschenfalten. Das sind Muskeln, die über deinen Stimmlippen sind. Das ist nicht auf Stimmlippenebene. Es passiert nicht wie Räuspern, das ist nicht das gleiche Geräusch. Wenn es kratzt, ist es auf Stimmlippenebene und du hast es falsch gemacht. Das heißt, such dir die Muskeln drüber und das machst du, indem du zum Beispiel eben diesen Kung-Fu-Mönch machst. Distortion würde ungefähr so klingen. Wichtig, tief einatmen in den Bauch, gestützte Töne erzeugen, zuerst einen vollen, klaren Ton mit nicht zu viel Druck, also wirklich einen schönen, stehenden Ton produzieren. Wow! Und nicht wow, sondern wow! Und dann
das tust du drauflegen, indem du die Zunge, und zwar wirklich den allerletzten Teil, da wo es schon in den Hals hinuntergeht gefühlt, ein bisschen nach oben ziehst oder so wie so eine, ich nenne es jetzt mal Lizard Tongue, zusammenziehst. Als würdest du hinten die Zunge so quasi ineinander ziehen. Wäh! Wäh! Rattle und Distortion auf einmal. Der dritte Effekt, den wir üben, ist Vocal Fry. Vocal Fry wird auf Stimmlippenebene erzeugt. Das bedeutet, dass du ausatmest und dann aber so wenig Luft nur durch die Stimmlippen gibst, sodass sie nicht mehr vollständig schwingen können und dadurch entsteht dieses Knarren. Das kann man ganz leicht üben, indem du einen Ton machst und dann die Luft immer mehr zurückhältst. Vocal Fry. Ja, das ist Vocal Fry. Vocal Fry wird von Pop- und Rocksängern am Anfang von Phrasen und beim Ausfaden genutzt. Oft verbindet man das mit sehr unschuldig, ein bisschen sexy Image. Also zum Beispiel Britney Spears hat das ganz oft gemacht. I'm not a girl. Oh yeah, oh man. Ja, so ungefähr kann man das einsetzen. Na gut, das waren drei Vocal-Effekte, die du auf deine Stimme legen kannst. Ich hoffe, du hast Spaß damit und die Übungen helfen dir, deine Stimme noch besser kennenzulernen. Wenn du noch nicht genug hast, steig ein in mein Online-Programm Experience Your Voice. Es kommen immer neue Inhalte dazu und deine Stimme entwickelt sich live mit unserer Guidance immer weiter. Ich wünsche dir noch viel Spaß, du Stimmwunder. Bye, bye.